meine, damals, als ich mit Bioanbau angefangen habe, da war schon Standhaftigkeit notwendig. Ein gewisser Jähzorn vielleicht. Jetzt gerade erst recht. Wenn ich sehe, dass heute viele Kollegen auf ökologischen Weinbau umstellen. Ich habe vor 30 Jahren angefangen und da haben viele mich für verrückt erklärt. Und heute bekomme ich recht. So ein klein bisschen Genugtuung ist dabei. Also meine Mitwirkung beschränkt sich vor allen Dingen auf die Ökologie. Ich war Biologielehrer und die wichtigste Sache ist für mich, dass im ökologischen Weinbau keine Chemikalien eingesetzt werden. Der Hartmann ist sicher auch ein wirklicher Genussmensch. Ja. Wer seinen Wein nicht gerne liebt und trinkt, der kann keinen guten Wein machen. Ja. Das ist schon klar. Das Besondere ist natürlich schon, dass mir mein Vater nicht viel zusammenarbeiten. Jeder hat seine Vorlieben und seine Stärken. Mein Vater arbeitet gerne im Weinberg. Ich bin eher hier der Typ, wo im Keller arbeitet. Und zusammen tun wir natürlich auch Strategien überlegen, wie wir unsere Produkte vermarkten können. Besonders an meinem Vater mag ich eigentlich seine Zielstrebigkeit und sein Engagement. Trotz seinem fortgeschrittenen Alter auch, er ist nicht 100% dabei, sondern 150%, und das ist viel wert im Moment. Ja. Mein Sohn macht sogar das noch stärker wie ich. Zeit geben. Also nicht hier schnell im Keller, sondern dem Wein Zeit geben, dass er von selber wird. Ja, also die Familie ist wichtig. Es sind so viele Kleinigkeiten, die zusammenspielen, und wäre die Familie nicht da, würde das nicht funktionieren. Meine Mutter und meine Frau, die teilen sich die Arbeit so ein bisschen auf. Beziehungen sind mir wichtig, auch zu Kunden. Wir ergänzen uns da eigentlich auch ganz gut. Er macht das und ich mache das und dann kommt man zusammen. Und ja, das passt, dass er da Genussbotschafter ist. Wir können gut miteinander, wir können aber auch gut miteinander diskutieren, aber das ist ja auch wichtig. Und ich glaube, nur so kommt man auch irgendwie voran. Ja. Mila, was sagst du immer, wenn Papa und Opa miteinander diskutieren beim Mittagessen? Dann sage ich die Männer. Die Männer, sagst du immer. Die Männer. Als Bio-Winzer, ich habe keinen Heiligenschein da oben rum. Man darf auch in unserer Welt hier leben. Und auch konsumieren und auch Spaß haben. Also ich denke, das ist auch wichtig.